ungefähr in den 80er Jahren hat sich aus Amerika kommend das Thema Achtsamkeit verbreitet. Jon Kabat-Zinn war ein Schmerzmediziner, eigentlich ein Biochemiker, der schmerzmedizinische Therapie gemacht hat und aus seiner persönlichen Erfahrung mit Zen-Meditation ein interessantes Programm gebastelt hat, das mittlerweile unter dem Namen Mindfulness-Based Stress Reduction Program bekannt geworden ist. Das war ungefähr Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Wir haben in Freiburg Anfang der 2000er Jahre, Ende der 90er Jahre die ersten Evaluationsstudien im deutschen Raum dazu gemacht und dann Fragebogen entwickelt und ein bisschen Forschung zu dem Thema gemacht. Damals, als wir die erste Meta-Analyse 2004 publiziert haben, das war eine Arbeit, die ein Diplomant von mir gemacht hat, da gab es ungefähr 60 Studien in dem Feld, 60. Und von denen haben wir dann einen Haufen rausgeschmissen, weil sie nicht verwertbar waren. Und dann haben wir eine Meta-Analyse mit vielleicht 30 Studien gemacht. Heute, vor 2 Jahren, wurde eine Meta-Analyse von Meta-Analysen publiziert, die 120 Meta-Analysen zusammengefasst hat, die alle wiederum ihre Einzelstudien zusammengefasst hat. Das ist also ein exponentielles Wachstum von Publikationen, wie ich es eigentlich in der Forschung so nie gesehen habe. Was ist da passiert? Da ist innerhalb von 20 Jahren ein komplett neues Feld entstanden und explodiert, könnte man fast sagen. Das sind riesige Forschungsoutputs, die da passieren und die sind eigentlich alle forschergesteuert, könnte man sagen. Es gibt ja so Forschungsprogramme, die werden von Regierungen gesteuert oder von der EU-Kommission. Da denkt sich die Kommission aus, ja, was müssen wir denn beforschen? Dann kommt irgendwer und sagt, ja, wir haben ein großes Thema Antibiotikaresistenz und dann werden da 40 Millionen Euro in dieses Feld gepumpt und dann wird Antibiotikaresistenz beforscht. Hier war es ganz anders. Da kamen ein paar Gruppen, haben mal hier ein Thema beforscht, haben hier mal Achtsamkeitsstudien gemacht, dann kamen meine Diplomanten zu mir und sagten, da gibt es ein neues Thema, können wir dazu eine Studie machen, wir machen diese Meta-Analysen, alles Low-Cost-Forschung, hat nichts gekostet und plötzlich explodiert dieses Feld. Warum? Ist doch interessant. Ich würde jetzt mal die gewagte Behauptung in den Raum stellen, das liegt daran, dass dieses konventionelle Denkmodell, von Descartes kommend, das den Organismus als eine Maschine sieht, und zwar nichts als eine Maschine, irgendwie doch das eine oder andere bedeutsame Element im Leben der Menschen ausgelassen hat. Und ich würde mal sagen, eines der wichtigen Elemente ist, um mal einen vagen Begriff zu verwenden, die Dimension des Bewusstseins. Die Dimension einer bewussten Existenz, die mehr als nur eben dieses Funktionieren unseres physiologischen Apparats darstellt. Vage gesprochen. Ich würde es vielleicht nachher noch ein bisschen präzisieren. Das taucht nun in dieser Thematik Achtsamkeit und Meditation plötzlich wieder auf. Es gab vorher schon Versuche, Meditation zu verankern in der Wissenschaft. Maharishi Mahesh Yogi, der da oberhalb des Vierwaldstätter Sees sein großes Dings gebaut hat, ne, hat das in den 80er Jahren probiert, hat nicht so gut funktioniert, weil damals diese Meditationstechnik verbunden wurde mit religiösen oder fremdkulturellen Informationen und Bedürfnissen, die bei uns nicht so gut angekommen sind und schon gar nicht in der Innerschweiz, aber auch in Deutschland nicht. Diese neue Form der Meditationsforschung und der Meditationstradition kommt zwar auch aus der buddhistischen Tradition, ist aber säkular in dem Sinn, dass man nicht Buddhist sein muss oder bestimmten Glaubensrichtungen folgen muss. Das ist eigentlich eine sehr entkernte psychologische Praxis, die nun aber akzeptabel wird für Menschen ganz unterschiedlicher Couleur. Das können Gläubige sein, das können Materialisten sein, das können Buddhisten sein oder ganz normale, leidende Bürger unserer Zeit ohne Glaubenssystem. Alles geht. Und nun setzen sich diese Leute hin, machen diese Kurse, machen ihre eigenen Erfahrungen und plötzlich wird eine Bewegung draus. Diese Bewegung hat sich mittlerweile auch in die Psychiatrie verlagert. In den 90er Jahren hat Mark Williams in Oxford und John Teasdale in Oxford
und noch ein paar andere Leute in Kanada, daraus ein Mindfulness-Based Prevention Program gemacht, for Depression Relapse Prevention. Also ein Programm, das Meditation und Achtsamkeit mit der Verhaltenstherapie, einer psychologischen Methode, gekoppelt haben, um daraus Depressionsprävention zu machen. Das ist ein sehr interessanter Ansatz. Der funktioniert ungefähr so, dass die Leute durch Achtsamkeitsmeditation, also sitzen, auf den Atem achten, vielleicht auch durch den Körper gehen, spüren, wann Gedanken zum Beispiel so intrusiv werden oder wann solche Schleifen aufkommen, die am Ende in die Depression münden, und das dann lernen abzustellen. Das funktioniert in der Verhaltenstherapie manchmal auch, aber nicht immer so gut. Ich habe, als ich in England war, kam der Leiter des dortigen Mental Health Trusts zu mir. In England ist die Versorgung anders organisiert. Da gibt es die sogenannten Primary Care Trusts. Das sind so kleine Organisationen, die das öffentliche Geld verwalten und zum Beispiel auf lokaler Ebene Gesundheitsversorgung organisieren. Gibt es auch für die Psychiatrie. Und der Leiter dieses Primary Mental Health Care Trusts kam zu mir und sagte, er hat einen Haufen Patienten, die haben die offiziellen schulmedizinischen, evidenzbasierten Methoden schon durch. Also die haben zum Beispiel Medikamente gekriegt oder Verhaltenstherapie oder Counseling, also Gesprächstherapie, und hat nicht funktioniert. Könnt ihr nicht für die ein paar Achtsamkeitsgruppen machen, hat er mich gefragt. Dann habe ich mich mit meiner Doktorandin so ein bisschen zusammengesetzt und haben gesagt, okay, probier mal aus. Und dann hatten wir ein paar Gruppen von, ich würde jetzt mal sagen, refraktär, ambulant, psychiatrischen Patienten mit schweren Depressionen, schweren Phobien, alle möglichen Sachen, die halt in ihrem Primary Mental Health Care Trust nicht mehr behandeln konnten. Das war für mich auch eine neue Erfahrung, aber ganz interessant war für mich, wenn die Leute dabei geblieben sind, haben die erstaunlich profitiert. Da habe ich das an meiner eigenen Erfahrung gesehen. Ich kann mich noch gut erinnern an eine Frau, die war schwerst agoraphobisch. Die hat gesagt, seit 2 Jahren war sie nicht mehr aus ihrem Haus raus. Einkaufen muss ihr Mann, sie kann nirgendwo hingehen. Und da kam sie auch nur her, weil ihr Mann sie begleitet hat. Und dann hat sie begonnen, diese Meditationstechnik auszuüben. Und hat uns dann nach 6 Sitzungen gesagt, sie war bei ihrer Mutter in Schottland allein. Das fand ich bemerkenswert. Das war jetzt ein Fall, aber ich habe noch ein paar solcher Fälle gesehen, die mich sehr erstaunt haben, wo ich nicht gedacht hätte, das würde funktionieren. Was ist da passiert? Offensichtlich können wir mit der Regulierung unseres Bewusstseins Zustände von emotionaler Überbordung kontrollieren, wenn wir lernen, unser Bewusstsein zu schulen. Ich lasse das gern unter dem Obertitel Kultur des Bewusstseins laufen, weil ich gar nicht will, dass das Ganze als neue Technik gesehen wird. Hier wieder eine neue Technik, mit der man was Neues machen kann. Sondern es geht eigentlich darum, dass wir beginnen zu verstehen, unser Bewusstsein ist der Raum, in dem wir Wirklichkeit gestalten. Wir können nicht die große Politik verändern. Wir können nicht unseren Lebenspartner verändern. Unseren Ehemann, unsere Ehefrau, habe ich lang genug probiert, braucht man gar nicht probieren, ist völlig chancenlos. Wir können nur unseren eigenen Bewusstseinsraum verändern. Und das ist das, was in der Meditation oder in der Achtsamkeitspraxis zum Zentrum wird. Wie kann ich den Bewusstseinsraum, der eigentliche Raum ist, in dem ich mich bewege und in dem ich Wirklichkeit gestalte, in dem ich Beziehung gestalte, in dem ich meine Bedürfnisse und meine Emotionen spüre oder nicht spüre, mich von ihnen überwältigen oder nicht überwältigen lasse, wie kann ich diesen Raum gestalten? Das ist die Frage. Und wenn wir mal überlegen, der mächtigste Veränderungsfaktor, was medizinischen Fortschritt angeht, war weder Antibiotika noch die Impfung, sondern die Hygiene. Als Virchow 1858, 1860 aus Schlesien wiederkam und gesagt hat, wir müssen Medizin als Politik begreifen und müssen Hygiene installieren, war das der Beginn der modernen Hygienebewegung.
Daraus hat sich enorm viel entwickelt und der ganze Niedergang der Mortalitätsziffern seither ist eigentlich nur der Hygiene zu verdanken. Alles andere spielt auch eine Rolle, aber ist nicht so wichtig gewesen. Wenn wir jetzt mal überlegen, wie viel Zeit wir heute selbstverständlich auf körperliche Hygiene verwenden. Halbe Stunde, ja. Klo gehen, Hände waschen, duschen, Zähne putzen. Halbe Stunde kommt locker zusammen. Und bei manchen Damen mehr. Ich habe die Umfragen schon mal gemacht in solchen Auditorien. Wenn wir das mal überlegen, wie viel Zeit verwenden wir auf unseren Geist, auf die Sauberhaltung unseres Geistes, kommt wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel Zeit zustande. Ich würde sagen, wir müssen mindestens so viel Zeit auf unseren Geist verwenden, wie wir auf unseren Körper verwenden. Das würde ich unter dem Begriff Hygiene des Geistes verstehen oder Kultur des Bewusstseins. Der Pali-Begriff dafür, der heißt Dhyana. Schreibt sich so. Wenn man das übersetzt, kommt Kultur des Bewusstseins raus. Die Indologen, das waren Deutsche meistens des 18. und 19. Jahrhunderts, die diesen Begriff übersetzt haben, verwendeten den einzigen Begriff, den sie aus ihrer Tradition kannten und haben das als Meditation übersetzt. Ist aber zu kurz gegriffen, denn Meditation ist nur eine bestimmte Form der Auseinandersetzung. Was dieser Begriff impliziert, ist eine gesamte Kultur des Bewusstseins, in der wir lernen, mit unserem Geist, mit unserer Innerlichkeit so umzugehen, dass sie konstruktiv wird für uns und für unsere Umwelt. Die Meditation oder die Achtsamkeitsmeditation, das Fokussieren auf den Atem zum Beispiel, ist eine mögliche Technik und ist als Grundtechnik sehr nützlich. Ich bin im Moment, habe ich eine Stelle in Poznan an der Medizinischen Universität in Poznan in Polen und da unterrichte ich die internationalen Studenten in Achtsamkeit. Das ist jetzt auch eine neue Entwicklung, dass es sowas an der Medizinischen Universität gibt und ich glaube nicht, dass es so viele gibt, an denen das möglich ist. Und ich stelle fest, die sind sehr, sehr dankbar, weil sie plötzlich beginnen, ein Instrument an die Hand zu kriegen, mit dem sie in diesen vielfältigen Überforderungssituationen, in denen man schnell steht in der modernen Welt, umgehen lernen. Das Gleiche gilt natürlich auch für Patienten. Das ist, wenn Sie so wollen, eine wechselseitige Bedingtheit. Wenn der Therapeut mit seinen eigenen Bewusstseinsräumen gut umgehen lernt, dann kann er auch anders mit seinen Patienten umgehen. Es gibt eine klassische Studie, die Löw, der Chef der Psychosomatik in Regensburg, gemacht hat mit ein paar Therapeuten in Ausbildung. Die zeige ich immer gern her, jetzt habe ich keine Dias dabei, jetzt muss ich es Ihnen beschreiben. Das war folgende Studie. Es gibt in Deutschland, wahrscheinlich in der Schweiz auch, den Psychotherapeuten in Ausbildung. Der geht in eine Klinik und lernt dort die Verhaltenstherapie zum Beispiel, indem er stationäre Patienten 4 Wochen lang behandelt. Und in so einer Klinik haben die einen Zen-Meister geholt, und die Hälfte der Therapeuten wurde randomisiert dazu vergattert, bei dem in der Früh eine Stunde zu meditieren. Und die anderen Therapeuten haben nichts gekriegt. Die Patienten wussten nicht, dass ihre Therapeuten in dieser Meditationspraxis drin sind. Nach den 4 Wochen wurde der Outcome bei den Patienten gemessen. Und der Outcome bei den Patienten, die haben alle das Gleiche gemacht, basale Verhaltenstherapie, wie man das halt so manualisiert macht. Der Outcome der Patienten nach diesen 4 Wochen Meditationszeit, das waren natürlich mehrere Patienten, aber die Patienten waren immer 4 Wochen in der Klinik, nach diesen 4 Wochen waren die Patienten der meditierenden Therapeuten mehr als doppelt so gut in all ihren Parametern, die gemessen worden sind. Für diejenigen, die es interessiert, das war Global Severity Index und der Fragebogen des Erlebens und Verhaltens. Erstaunlicher Effekt, weil die Patienten wussten das nicht. Die Frage ist, was ist da passiert? Die Therapeuten haben höchstwahrscheinlich begonnen, besser auf sich aufzupassen, haben möglicherweise mehr Signale von den Patienten wahrgenommen, haben vielleicht intelligentere Interventionen gesetzt oder waren etwas weniger gestresst, wer weiß es. Auf jeden Fall war am Ende der therapeutische Erfolg bei den Patienten dramatisch höher. Dieser Impuls, der aus der komplementären Seite der Medizin, so würde ich mal sagen, kommt,
der könnte sich auch in der Psychiatrie verbreiten. Ich habe vorher dieses Mindfulness-Based Depression Relapse Prevention Programm erwähnt. Das ist mittlerweile in 6 großen Studien untersucht worden. Es gibt sogar eine Meta-Analyse drüber, die in einem hochkarätigen, glaube ich, Lancet Neurology publiziert wurde vor 2 Jahren, zeigt sehr deutlich, diese Intervention ist mindestens genauso erfolgreich wie konventionelle pharmakologische Therapie. In England ist sie mittlerweile sogar zugelassen vom National Health Service. Daraus können wir, glaube ich, folgern, wenn wir den Menschen nicht einfach nur als Apparat sehen, bei dem wir an irgendwas rumschrauben müssen, damit die Psyche wieder stimmt, sondern wenn wir den Menschen in einem größeren Kontext sehen, vor allem in einem Kontext, in dem Bewusstsein als die zentrale Größe zu sehen ist, mit der er sich, mit der Welt, mit sich selber, mit seinen Mitmenschen in Verbindung setzt und reguliert, dann können wir unter Umständen nicht nur Symptome besser kurieren, sondern auch einen anderen Rahmen für ein Bild vom Menschen stellen. Und das wäre aus meiner Sicht eigentlich der tiefere Impuls, der von der Komplementärmedizin ausgehen könnte, nämlich ein kritischer Dialog, was die Paradigmatik jetzt zum Beispiel der Medizin, aber auch der Psychiatrie angeht. Fragen zu stellen. Ist es wirklich vernünftig zu denken, die neurologische Verfasstheit unseres Gehirns ist das Einzige, was relevant ist bei psychischen Störungen? Ich persönlich würde sagen, nein. Aber man könnte darüber einen informierten Diskurs führen, die Argumente gegeneinander abwägen und mal überlegen, welche Form der Intervention vielleicht sogar passender wäre. Man könnte darüber nachdenken, ob nicht ein Bild vom Menschen, das sich stärker regulativer Metaphern bedient, also nicht ein Apparat, der kaputt geht und der irgendwie wieder repariert werden muss, wo ich was nachfühle, sondern der sich selber reguliert, der sich selber immer wieder neu erschafft, sogar wenn er kaputt ist, ganz neu erfinden kann. Wenn wir dieses Denken transportieren könnten und dieses Denken auch in die Psychiatrie transportieren könnten, dann hätten wir, glaube ich, diesen neuen Schritt mindestens ansatzweise begonnen, der aus meiner Sicht fällig ist. So ein ähnlicher Schritt, wie ihn Descartes 1644 gemacht hat. Das war ungefähr 400 Jahre her, nicht ganz. Ich würde sogar sagen, wir können es uns gar nicht leisten, noch mal so lange zu warten. Wir müssen diesen Schritt tun, wenn wir nicht wollen, dass psychische Störungen zu den Hauptleidensgründen der zivilisierten Welt gehören. Die WHO hat bekanntlich prognostiziert, dass Depression ab 2020 die zweitwichtigste Grund für dauerhafte Invalidität werden wird, weltweit. Das können wir uns volkswirtschaftlich, psychisch, politisch nicht leisten. Und wenn die biologische Psychiatrie wirklich so gut funktionieren würde, wie ihre Protagonisten das behaupten, dann dürfte es dieses Datum gar nicht geben. Dann müssten wir bis jetzt die Depression abgeschafft haben, haben wir aber nicht. Warum nicht? Weil sie tiefer greift und tiefer sitzt und weil sie auch nach tieferen Heilmitteln verlangt. Ich würde mal behaupten, die Komplementärmedizin hat nicht unbedingt alle Weisheit, um dieses Problem zu lösen, aber kann Impulse geben. Und ich habe Ihnen ein paar genannt. Ein Impuls wäre, stärker auf viel basalere Gründe der psychischen Erkrankungen zurückzugreifen, zum Beispiel essentielle Fettsäuren. Oder auf Therapeutiken zurückzugreifen, die aus einer alten Tradition kommen, zum Beispiel Phytotherapeutika. Oder das Zentrum unserer Verfügung über uns und die Welt in den Blick zu nehmen, das Bewusstsein. Nichts von diesen 3 Elementen widersteht eigentlich dem, was im Moment in der Psychiatrie gelehrt wird. Man könnte das integrieren, würde ich sagen.
aber man müsste dazu das rein materialistische Funktionieren des Geistes als Metapher aufgeben und müsste mindestens die Frage zulassen, könnte es sein, dass es noch etwas mehr gibt als Synapsen, Rezeptoren und Transmitter.